Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 15 News Update. In Season 15 sollen wir tatsächlich einen neuen Finisher bekommen. Vorerst für Wraith, der wurde nämlich in den Gamefiles gefunden, kurioserweise. Ich gehe aber davon aus, dass wir Stück für Stück für andere Legenden auch einen neuen Finisher bekommen. Warum ist das jetzt eine Kuriosität in Richtung Wraith? Der wurde jetzt wirklich vor ein paar Tagen erst in den Files entdeckt. Ich habe vor aber ungefähr einer Woche, anderthalb Wochen ein Video darüber gemacht, dass der Wraith Prestige Skin aus den Gamefiles verschwunden ist, der eigentlich in Season 14 kommen sollte. Jetzt haben wir bis Ende der Season das Halloween-Event, logischerweise kommt der Prestige-Skin nicht. Wie gesagt, die Infos zu dem Prestige-Skin sind aus den Gamefiles verschwunden, was bedeutet, dass wir den Prestige-Skin entweder nie wieder sehen oder vielleicht irgendwann in ferner Zukunft kommen, denn die Kritik an den Prestige-Skins Richtung Bangalore und Bloodhorn war sehr, sehr hoch, mal abgesehen davon, dass du erstmal die Geschmäcker der Leute für so einen hohen Preis treffen musst, was meistens nicht der Fall war. Und deswegen war die Kritik extrem hoch. Und kurze Zeit später, nachdem das alles so einen Höhepunkt erreicht hat, sind die Gamefiles für den Prestige-Skin von Wraith auf einmal verschwunden. Und auf einmal tauchen Gamefiles zu einem neuen Finisher für Wraith auf. Das lässt Aufschluss darüber geben, dass wir entweder in Season 15 doch den Prestige-Skin bekommen für Wraith, wovon ich aber nicht ausgehe, weil wie gesagt, es ist nur der Finisher aufgetaucht und nicht der Prestige-Skin, sodass es eventuell sein könnte, dass wir in Richtung Finisher etwas Exklusiveres bekommen, was vielleicht nicht jeder bekommt, was auch vielleicht mit einem Event zu tun hat, dass jede Legende Stück für Stück, peu à peu, einen neuen Finisher bekommt, als Exklusivvariante und so weiter. Das ist die Vermutung und Wraith könnte dabei tatsächlich die allererste Legende sein. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Im Endeffekt hast du von einem Finisher mehr als von einem Prestige-Skin. Im Endeffekt siehst du den Prestige-Skin selber nicht an dir, aber den Finisher, wenn du den mal aktivierst bei einem Gegner, da hast du wenigstens was von. Finde ich eine coole Idee, falls es denn so umgesetzt wird. Wie das aktuell dann in Season 15 tatsächlich umgesetzt wird, ob es nur Wraith erstmal betrifft oder vielleicht alle Legenden, müssen wir einfach mal abwarten. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Neue Finisher, ja, nein, vielleicht. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee. Das war es schon wieder von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.